Servus, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Südmenschen. Kennen Sie die Automarke Wolf? Habe ich jetzt heute auch zum ersten Mal getestet, denn neben mir sitzt der Zusammenbauer von diesem Auto, der Hartmut Wolf. Hartmut, du bist Erfinder? Quasi. Und hast dieses Auto selber zusammengebaut? Ja, genau, ja. Ich wollte halt ein Auto haben, mit dem ich wirklich Ressourcen schonen kann und trotzdem viel Spaß haben kann. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt hier ein Cabrio, der braucht so zwischen 4,5 und 5 Liter auf 100 Kilometer. Und ja, da habe ich auf dem Markt nichts Brauchbares gefunden und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir das halt eben selber bauen. Wahnsinn! Haben die dann Autos schon immer fasziniert oder ist das jetzt dann wirklich einfach so eine Lösung aus der Not gewesen, so ihr hättet gerne ein Auto, wo man nicht viel zahlen muss oder was auch immer? Ja, die Geschichte hat schon, geht schon weiter zurück. Da war ich so 23, 24, da war dieses Waldsterben ein großes Thema und da hat man sich auch seine Gedanken gemacht, okay, wie kann man Abgasreduzierung betreiben bei Fahrzeugen, und da ich mich mit Wirbeltechnik befasst habe, habe ich da eben eine Gemischaufbereitung, die Wirbelstrom-Gemischaufbereitung erfunden, die also tatsächlich aus einem normalen Motor einen Ultramagermotor machen konnte. Diese ähnliche Technik wird Mazda wahrscheinlich demnächst auf den Markt bringen. Und da war ich eigentlich schon in der Autotechnik dann so weit drin, dass das dann irgendwann dann auch so weit war, dass ich gesagt habe, okay, gut, jetzt bastel ich nicht mehr am Motor rum, sondern jetzt baue ich schon komplett mein eigenes Auto. Kannst du ganz kurz und einfach für Nicht-Auto, richtige Kenner oder was ist Wirbeltechnik? Na, das können wir uns vielleicht wirklich drin mal anschauen an der Gemischaufbereitung selbst. Da kann ich das besser erklären. Ja, gut. Gut, dann machen wir das jetzt. Wir steigen hier aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt sehen wir hier den Motor, wo jetzt das Wirbelprinzip erklärt wird. Mhm. Genau, also das ist also ein Wirbelstrom-Gemischaufbereitungssystem, was wir damals eingesetzt haben. Das war auf einem Passat installiert. Und da sieht man jetzt ganz gut diese zwei Einlässe hier. Und das ist hier diese Wirbelkammer. Mit diesen zwei Einlässen wird also ein richtig schnell rotierender Wirbel erzeugt. Und in das Zentrum von dem Wirbel kommt dann das Gemisch rein und wird dann das Gemisch extrem fein zerstäubt. Und das Gemisch wird dann wirbelstromförmig quasi in die Zylinder eingeleitet. Und dadurch erreicht man also eine viel magere Verbrennung und kann also weitaus weniger Benzinverbrauch fahren und halt eben auch mit deutlich weniger Kohlendioxid. Mhm. Aber die Erfindung, die ist jetzt immer nur bei dir in den eigenen Räumen geblieben? Die ist noch in den eigenen Räumen geblieben, weil die, wie gesagt, die Autoindustrie andere Pläne hatte. Und die waren nicht interessiert an nur 70% Motorleistung? Ja, richtig, genau. Ein Magermotor hat ein bisschen weniger Motorleistung wie ein normaler Motor. Und dann habe ich aber dieses Wirbelprinzip schon noch für andere Dinge entwickelt. Da habe ich gedacht, okay, gut, dann mache ich Dinge, die ich auch selbst vermarkten kann und wo ich auf niemanden anderen angewiesen bin, wie halt hier eben auf der Auto. Da sind halt einfach schon mächtige Konzerne dahinter, wo man dann als kleiner Mensch dann schon ein bisschen schwierig sicherlich sich dort da reinzukommen, oder? Genau, so ist es. Also das war jetzt dann quasi so das Ende der Motorentwicklung und der Anfang des Selbsterfinderseins. Genau, ob das Ding jetzt wirklich tot ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, Mazda... Vielleicht kommt es ja nochmal. Ja, genau. Mazda fängt jetzt ja gerade an mit Magermotor-Technologie. Vielleicht wird die Geschichte spannend durch diese ganze Stickoxid-Diskussion und halt eben auch durch den Klimawandel, CO2. Also das sind natürlich die spannenden Themen bei der Wirbelstrom-Gemischaufbereitung. Mal sehen, vielleicht gibt es ja ein Déjà-vu. Wir schauen mal. Vielleicht fährt dann wirklich bald ein Wolf-Auto mit einem Wolf-Motor rum. Genau. Na, aber jetzt, dann gibt es ja schon Erfindungen, die komplett ausgereift sind. Richtig, genau. Und das können wir uns gerne jetzt mal anschauen. Also, liebe Zuschauer, ich stehe jetzt unter der Erfindung, um die es jetzt geht. Was ist es genau? Also das ist die Bubble Rain Duschbrause und da ist also auch ein Wirbelprinzip dahinter, also quasi ähnlich wie bei dieser Gemischaufbereitung, die wir gesehen haben. Also ich schraube das hier mal auf. So, und da ist also innen drin
ist also auch eine Wirbelkammer, die erzeugt in dem Brausekopf einen Wirbel und jeder Wirbel hat im Zentrum eine Sogwirkung und durch die Sogwirkung wird Luft eingesaugt und in dem Wirbel wird dann, wie gesagt, Wasser und Luft vermischt und das kommt dann in Form von Blasen aus den Brauselöchern, also quasi wie Seifenblasen. Man hat also dadurch 2/3 weniger Wasser- und Energieverbrauch und durch diese Wasserblasen einen ganz komfortablen Duschgenuss. Aber man wird dann schon gescheit nass, oder? Ja, also es funktioniert schon. Ja, also es sind 6 Liter die Minute, normale Brause, 18 Liter die Minute. Also die 6 Liter, wenn man die quasi die Tropfen aufbläst auf diese Art, dann hat man also richtig, ja, das ist also ein richtig toller Duschgenuss. Es ist genug Wasser, man kann das Shampoo aus den Haaren ausspülen. Also das ist schon, das funktioniert schon sehr gut. Was jetzt hier auch installiert ist, ist unser Elixator, der eben dann auch noch Pflegeöle ins Duschwasser einmischen kann auf Knopfdruck. Also den Elixator kann man ziehen, dann duscht man also ganz normal. Oder man drückt auf den Knopf und dann werden Pflegeöle, die also in diesem Döschen dann drin sind, das kann man dann hier reinstecken. Genau, so sieht das dann aus. Und wie gesagt, dann kann man ziehen zum normalen Duschen. Und wenn man sich dann hinterher quasi nach dem Duschen eincremen will, dann kann man den Knopf reindrücken und dann wird in Mischungsverhältnis ca. 1:600 Öl eingemischt. Das heißt also, es ist eine ganz dünne Emulsion. Die Duschwanne ist auch gar nicht ölig, aber man spürt es deutlich auf der Haut. Also es ist schon eine richtig gute Hautpflege. Und da habe ich auch noch so ein paar Ideen. Aber man muss halt diese Zeit haben, wenn man so eine Firma hat und die jetzt gerade eben, wir waren ja gerade eben in einer Fernsehshow mit dem Elixator und da ist natürlich jetzt richtig was los, da hat man gar keine Zeit mehr. Klar, macht natürlich auch Spaß, aber wenn man Entwickler ist, dann hätte man halt auch gern mehr Zeit zum Entwickeln, das muss ich gestehen. Um jetzt nochmal auf diese Fernsehshow zurückzukommen. Nur kurz zur Erklärung, es geht letztendlich, Erfinder oder Innovatoren werden eingeladen, um ihr Produkt vorzustellen und dann sitzt da eine Jury, die das testen darf und dann wird abgestimmt, wie das Produkt ankommt und letztendlich gibt es dann einen Gewinner, das Ding des Jahres. Wie war das, da mit dabei zu sein? Also erstens mal sind die tatsächlich auf mich zugekommen. Ich wusste gar nicht, dass da sowas geplant ist. Also die haben sich bei mir gemeldet, haben die Internetseiten gesehen, fanden die Sache spannend und mich gebeten, da mitzumachen. Wir haben also wenig Zeit zum Proben gehabt und dann ist schon gleich Show, 500 Zuschauer und dann geht's los. Und also war schon ein, also wie gesagt, der Herzschlag hat sich deutlich gesteigert auf jeden Fall. Okay. Kommen Sie das dann irgendwo jetzt da in der Nähe anschauen, wie das funktioniert? Weil wir haben das jetzt schon theoretisch geklärt, wie das funktioniert, aber wie es dann ausschaut oder sich anfühlt, das kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen. Also gibt es da irgendwie die Möglichkeit, sich das anzuschauen oder sind die alle nicht so ganz einsatzfähig? Ja, in der Firma ist es quasi eher ein Trockenmodell, aber wenn wir jetzt 5 Kilometer fahren, können wir uns die natürlich schon in Betrieb anschauen, die Brause. Okay. Also schwingst du dich ins Wolfsmobil und dann schauen wir uns jetzt die Dusche an. Genau. Okay, genau. Alles klar. Okay. Jetzt sind wir angekommen, hier drin ist die Dusche und es schaut aus wie eine ganz normale Dusche. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob es sich auch anfühlt wie eine ganz normale Dusche. Genau, können wir gleich mal schauen. Und zwar Wassermarsch. So, also das ist quasi der Bubble Range Strahl, das sind also lauter Wasserblasen, also die Seifenblasen, mit Luft gefüllt. In der Mitte ist eine Luftansaugung, wenn ich die jetzt zuhalte. Dann merkt man gleich, wie der Strahl schwach wird. Das ist das reine Wasser jetzt nur quasi. Und wenn man den Luftkanal quasi aufmacht, dann werden also aus den Tropfen Wasserblasen, die Seifenblasen. Wie gern stehe ich am Morgen unter einer heißen Dusche und dusche? Juhu! Wie gern. Stehe ich am Morgen wie gern? Stehe ich am Morgen wie gern? Stehe ich am Morgen unter einer heißen Dusche und dusche? Also liebe Zuschauer, um jetzt mal ein Fazit zu ziehen. Wir haben jetzt den Elixator gar nicht mal angeschlossen gehabt, aber es ist schon ein Lohr, wenn man jetzt halt irgendwie so die Finger irgendwie reibt,
Es fühlt sich schon viel weicher an. Das liegt anscheinend auch an also dass das Wasser so weich rauskommt, oder? Ja, das liegt schon an der Verwirbelung vom Wasser. Also das Wasser wird auch noch energetisch aufbereitet in der Bubble-Rain-Brause durch das Verwirbelungsprinzip und das spürt man dann schon auch. Ja, also es ist wirklich ein angenehmes Gefühl. Es ist jetzt nicht so, als wären so blöde Duschen, die so viel zu wenig Wasser rauskommen, wo man dann ewig lang unter der Dusche steht und das Shampoo einfach nicht rausgeht. Nein, also Wasser kommt genug raus und ist ja total angenehm und weich. Also tolle Erfindung. Also ich bedanke mich, dass ich das hier so handmäßig ausprobieren durfte und einen Einblick in die Bastelwerkstatt bekommen habe. Liebe Zuschauer, das war Südmenschen für heute. Es war ein wunderschön warmer Tag mit tollen Ereignissen. Und nach so einem Tag, da ist das Allerschönste doch eigentlich eine kühle Dusche. Von dem her entlasse ich Sie jetzt. Jetzt dürfen Sie duschen gehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu Südmenschen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Machen Sie es gut. Adieu.